Gutes Timing. Das sollte reichen. Schizo, hier ist St. John. Ich bin an der Grenze. Siehst du jemanden von meinen Leuten? Nein, Schizo, alles sauber. Gut, wie viel Zeit habe ich? Zeit? Wofür? Ich weiß nur, dass ich nachher Karten spiele mit ein paar von meinen Jungs. Dabei sollten sie eigentlich Wache schieben. Aber dann ist es halt mal so. Ich würde sagen, wir spielen die ganze Nacht. Also bis zum Morgen. Verstanden. Dicken Ende.
schon! Stirb endlich, du Mistvieh! Was ist das? Verdammt doch mal! Ein hartes Stück Arbeit. Antibiotika. Ich muss Antibiotika finden. Ja, das wird gehen. Ich muss damit zurück zu dem Bike. Das wird ihm helfen. Und dann hauen wir hier ab, nach Norden, wie er es wollte. Deacon St. John, bist du da? Deek, hier ist Ricky. Over. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich bin. Hey, Ricky, hier ist Deek. Schlechter Empfang, ich kann dich nicht hören. Deek, wo bist du? Ich brauche... Hey, es tut mir leid, Ricky, ich habe gar keine Zeit dafür. Das ist Deacon. Hinter ihm! Du, in die Richtung. Die dürfen nicht zurückkommen. Los! Gefunden? Was noch übrig war, ja. Was übrig war? Ich habe Schüsse gehört. Was ist los? Sind auf ein paar Ripper gestoßen. Ich hab's geregelt. Geregelt? Was? Wow. Ich hätte es wissen müssen. Was wissen? Mann, Ricky, wer sorgt hier für Sicherheit? Weißt du was? Die Frage stelle ich mir jeden verdammten Tag. Ich bin hier fertig. Gut. Was machst du hier draußen? Was ich hier mache, Dick? Eddie sagte, ich soll dich holen. Was? Warte einen Augenblick. Ist Boozer okay? Keine Ahnung. Wir müssen los. Was ist mit Boozer? Eddie hat nur gesagt, dass ich dich finden soll. Dann hörte ich, dass du mit Skizzo hier rufen wolltest. Jetzt weiß ich, warum.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle, die medizinischen Vorräte, das ist kein Geheimnis, Deke. Iron Mike hat mit Carlos verhandelt und abgemacht, dass unser Camp alles mit den Rippern teilt. Schwachsinn! Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn! Ich war da, der halbe Frachtraum ist schon leer. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich habe seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt kriegst du mich, Susan. Skizzen, er hat dich angestiftet. Er hat dir von der Absturzstelle erzählt. Ja, super. Hältst du mich jetzt für Skizzos Laufburschen? Nein. Wie hast du dann davon erfahren? Von einem Drifter in Copelands Camp. Wie du sagtest, es ist kein Geheimnis. Ja, klar. Skizzo will sich schon seit Monaten mit den Rippern anlegen. Muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Winter, hast du Iron Mike gesagt, er kann nicht mal, weil er nicht für Überlebende zahlen wollte. Das war ein kleines bisschen an. Das war ein kleines bisschen anders. Oh, ich erinnere mich doch ganz gut. Iron Mike wollte mit Sklavenhändlern nichts zu tun haben. Ich bin kein... Okay, wir haben niemanden zu irgendwas gezwungen. Was ist mit Tucker? Gilt das auch für Sie? Keine Ahnung. Mal dran gedacht, dass jemand, den du da draußen aufspürst, der am Verhungern ist, tagelang nicht geschlafen hat, dass der eben nicht mehr weglaufen kann? Hä? Mal dran gedacht, dass er keine Wahl hat? Aber du hast sie trotzdem nach Hot Springs gebracht. Für ein paar Camp-Punkte. Jeder hat eine Wahl, Dick. Für uns ist es auch hart, jemanden aufzunehmen, der nicht arbeiten kann, der nicht hilft. Weißt du, ich bin nur froh, dass Iron Mike nicht so ist wie du.